Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth, liebe Freunde. Und ja, nach einem mehr als einem Jahr Pause geht's jetzt endlich weiter mit der deutschen Kampagne. Und da würde ich sagen, ja, wir waren beim letzten Mal hier, hatten Blitzkrieg gemacht noch, die Mission. Und ja, ich habe eben schon mal ein bisschen mich vorbereitet und so. Wartet mal, die Musik ist mir gerade ein bisschen laut hier. Wartet mal. Spieleinstellungen, Audio. Die Musik ist mir gerade ein bisschen laut hier. So. Minimal leiser, so. Und, genau, ich muss mich mal ein bisschen reinfinden. Ich werde mich wahrscheinlich gleich nochmal reinfinden müssen. Aber wir waren ja hier im Zweiten Weltkrieg stehen geblieben. Und genau, ich hatte schon die Mission zur Hälfte durch. Aber ich habe mich beschlossen, um jetzt hier wieder einen neuen, klaren Anfang zu machen. Ja, das war die Mission nochmal von vorne spielen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal wieder los hier. Wir waren im Zweiten Weltkrieg als Deutschland unterwegs. Und genau, die unabhängigen deutschen Staaten vereinigten sich im späten 19. Jahrhundert, um die mächtigste Nation Europas zu werden. Während der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts konnten die unübertroffenen bewaffneten Streitkräfte Deutschlands nur schwer durch die vereinten Kräfte der gegnerischen Allianzen in Schach gehalten werden. Führen sie Deutschlands Truppen durch einige der zerstörerischsten, aber auch historisch bedeutsamsten Jahre der Weltgeschichte. Ganz genau, liebe Leute, ein Zweiter Weltkrieg. Alles klar. Einführung. Kontinentaleuropa ist weitgehend unter der Herrschaft der Achsenmächte, Großbritannien isoliert und zunehmend auf Nachschub aus Amerika angewiesen. Darum hat Deutschland weitere U-Boote zur Blockade der Inselnation abkommandiert, die alle Konvois an Englands Küste aufhalten sollen. Britannien ist zwar geschwächt, aber nicht besiegt. Für den Endsieg wird eine Invasion der Deutschen nötig sein. Aber eine Invasion muss scheitern, solange die britische Flotte die Küsten schützt. Vor einem Landungsversuch muss Deutschland seine Seestreitmacht stärken. Dann muss die britische Flotte versenkt werden. So sieht's aus. Und das ist keine einfache Mission, absolut nicht. Die Missionsziele. Schwächen Sie die Briten, indem Sie ihre Transporter versenken. Jeder versenkte Transporter nimmt den Briten Ressourcen und liefert sie ihnen. Okay, cool. Zerstören Sie alle britischen Docks in England. Immer wenn ein Transporter durchkommt, können die Briten die Docks neu aufbauen. Also, immer schön auf die Schiffe gehen. Zerstören Sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Und ihr seht hier, wir kriegen hier die Bismarck, die legendäre Bismarck können wir hier spielen, Leute. Und da würde ich mal sagen, starten wir doch einfach mal. So. Alles klar, Cutscene. Das ist Paris. Von hier aus koordinieren wir den Schutz des deutschen Kontinents. Das Marinezentrum liegt in Wilhelmshaven, oben an der Küste. Das ist Wilhelmshaven, die Basis der Nordseeflotte. Außerdem haben wir eine Werft in Norwegen erobert, die uns gut zu Pass kommt. Geil. Hier in Stavanger baut Deutschland ein mächtiges Kriegsschiff, das die Briten aus dem Meer jagen wird. Mit der richtigen Musik auch noch direkt dabei. Ist das nicht geil? Bis das Marinekommando die Flotte ausgebaut hat, sind wir allein. Mögen unsere Feinde dieses schwarze Wasser vor uns kosten. Findet die Konvois und Feuer frei! Coole Cutscene. Noch ein Sieg, aber zu leicht. Jetzt gewinnen die Fische, Brite. Suchen wir uns würdigere Gegner.
Hey, das arme Fischerboot. Jetzt mal ehrlich, lass doch einfach mal das Fischerboot in Ruhe. Ihr seid ja drauf hier, echt. Ihr seid doch blöd. Ja gut, liebe Leute, ihr Freunde. Wir haben jetzt hier tatsächlich unsere Bürger. Und ich würde sagen, ja, es war doch so, dass immer 6 Stück können, glaube ich, hier... wo war das nochmal, Bürger? Was war Bürger C? 6 Stück können, glaube ich, an jede Mine gehen, ne? So, genau, dann machen wir das einfach mal weiter hier und wir haben hier Punkte, die wir hier verteilen können. Ja, was machen wir denn da? Da wir jetzt in dieser Mission tatsächlich mehr Schiffe zur Verfügung haben, ne? Mache ich mal meine U-Boote ein bisschen stärker, weil ich glaube... Bauzeitsenkung, Angriff... Ne, Bauzeitsenkung brauche ich nicht. Angriffspunkte auf jeden Fall. Kostensenkung, das ist, glaube ich, wichtig hier. Fregatten und Kreuzer. Ja, macht da auch nochmal Angriff, komm. So. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Empire Earth. Ja, zusammen. Und genau, das wird jetzt höchst interessant hier. So, wir haben hier verschiedene Schiffe, die wir hier bauen können. Ich würde sagen, ich verlasse mich aber jetzt hier voll auf U-Boote. Weil wir halt einfach, ja. Ich wollte sagen, hier ist doch noch was. Hier können wir doch auch noch Bürgerchen bauen. Dann schicke ich mal 10 Stück zum Holz holen. Und, die anderen Bürger, die können dann hier jetzt erstmal eine Windmühle aufbauen, weil ich glaube, wir müssen uns hier selber, Nahrungsmittel beschaffen. Das war so, ja. Glaube schon. Sind da alle? Die sind alle beim Stein. Okay, sehr schön. Sehr schön, Freunde. Und, ja, Empire Earth. Wie gesagt, es geht weiter. Jetzt nach dem Command & Conquer. Weil das halt zu Ende gegangen ist und mir noch aufgefallen ist, dass ich halt tatsächlich das Empire Earth halt noch nicht... Ach, verdammt. Falsch aufgestellt, ich Idiot. Ja, gut. Kann als Anfängerfehler nochmal passieren. wie gesagt, das ist ja noch zur Hälfte zu spielen hier, dieses Spiel, ne? Und muss halt auch weitergehen hier, ne? Vor allem, es wird ja noch interessant. Also die Kampagne hier, die wird ja echt noch interessant. Also muss ich echt sagen. Und ja, wir bauen tatsächlich jetzt unsere U-Boote hier. Sehr gut. Ich brauche einfach jede Menge U-Boote hier, weil ich glaube, ich habe aus der letzten Folge quasi, habe ich noch in Erinnerung, dass die Seestreitkräfte ja ziemlich extrem sind. Und naja, da müssen wir uns halt drum kümmern. Okay, kann ich hier eine Verbesserung machen? Nein, kann ich leider nicht. Ah! Wir haben es doch nicht scheiße aufgestellt. Okay. Alles klar. Gut. Und ja, da freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Wie wir jetzt hier quasi unseren Neustart machen. Der Neustart mitten im Spiel quasi. Zerstören Sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Zerstören Sie alle britischen Docks. Es brauchen noch mehr als 5 Docks. Ja. Das kann auch noch dauern, bis wir die platt machen. Wir müssen uns ja erstmal hier aufbauen. Erstmal schön die Ressourcen hier regeln. So, die nächsten U-Boote sind fertig. Was haben wir hier? Prinz Eugen Fregatten. Okay. Cool. Was haben wir hier? Das ist ein Kreuzer. Der ist gegen U-Boote, glaube ich tatsächlich. Und das hier, das wird unser Steckenpferd. Das hier wird unser Steckenpferd. Und was ist das da? Was macht ihr denn da? Ach so.
Ja gut, die können euch ja gar nicht... ja gut, dann macht die mal platt. Die können euch ja gar nicht treffen hier, oder? Wartet mal. Mir fällt gerade mal was auf. Die Spielgeschwindigkeit. Wie ging das denn mit der Spielgeschwindigkeit nochmal? Plus, ne? Genau, auf Plus. So. Ah, genau. Okay, cool. Cool, alles klar. Ja, wir haben ja auch wieder hier diese epische Musik im Hintergrund laufen, ey. Das ist einfach so geil, echt. Das ist einfach so Hammer. Okay, dann brauche ich noch 6 Bürger hierfür. Passt genau. Der Vogel wieder. Der Untergang des Konvois hat das Vertrauen des Oberkommandos in die Flotte verstärkt. Die Marine erhielt neue Mittel und das Versprechen auf Lohn für weitere Erfolge. Geil. Okay, alles klar. Das heißt, die U-Boote hier, die haben einen guten Job gemacht. Und hier ist tatsächlich auch schon England. Na, ihr seht es hier, da ist Festland. Und genau hier, Leute. Genau hier. Die können wir aber allerdings mit den U-Booten nicht angreifen. Ne? Das ist ja so krass. Wir müssen tatsächlich hier... Wir haben Flugzeuge. Kommt mal raus, was haben wir denn da? FW-90 Jäger. Geil. Mach mal hier, dass die ein bisschen mehr aushalten. Und ein bisschen mehr Angriff machen. Schaden machen, meine ich. Und länger fliegen können. Die werde ich jetzt nämlich zur Verteidigung unserer Basis hier nutzen. Und die Bismarck? Sobald das große deutsche Kriegsschiff fertiggestellt ist, übergebe ich es dem Marinekommando. Bis dahin muss die Werft geschützt werden. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen da oben U-Boot hin tun. Alles klar, oder? Oder soll ich lieber die dahin packen? Ja, nehm lieber die dahin. Kommt. Fahrt mal dahin los. Verteidige ich mal die Bismarck. Und ja. Wie gesagt, Empire Earth lohnt sich richtig, dass wir das jetzt weiterspielen. Oh, scheiße. Und wir haben... Oh, Mist. Und wir haben schon Bevölkerungslimit. Haben wir hier nicht irgendwas? Doch, ein Krankenhaus. Im Krankenhaus kann man, glaube ich, einmal das Bevölkerungslimit erhöhen. Glaube ich zumindest, ne? Dann zimmer das mal dahin, Kollege. Da gibt es nämlich noch Optionen. Oh, was haben wir hier? Wir haben hier Leuchtturm. Wasser wird erleuchtet. Spionage, Gebäude zeigen. Nicht schlecht. Coole Sachen können wir hier bauen, ey. Aber wie gesagt, wir müssen uns erstmal hier... Ein Konvoi hat England erreicht. Ja, das ist ganz toll, ne? Und ja, an diesem Sonntagabend geht's weiter, liebe Leute. Und ja, das wollte ich einfach einfach weiterspielen, dieses Spiel. Wie gesagt, weil ja Command & Conquer zu Ende gegangen ist und von daher muss man auch muss es ja auch im Strategiegenre weitergehen. Ne? So, seht ihr das? Wir haben jetzt wieder ein paar mehr Bevölkerungsslots zur Verfügung. 4 Stück, das ist nicht viel, was wir hier haben, ne, an Bevölkerung. Das ist echt nicht viel. Dann machen wir hier, dass ihr mehr aushaltet. Ha! Die Briten werden den Namen Bismarck bald fürchten lernen. So, die Bismarck ist fertig, liebe Leute. Dann gehen wir da runter los. Geile Bismarck hier. Mach mal, dass du mehr aushältst, weil schnell genug bist du schon. Das passt. Wunderbar. Und ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Pünktchen, die wir hier verteilen können. Schiffe. Angriff. Ja, machen wir mal mehr Angriffspunkte. Das ist echt blöd, ne, dass wir hier so wenig Bevölkerungslimit haben. Aber ja,
Muss irgendwie auch so hinhauen. Ach, diese Musik hier, die ist einfach so episch, echt. Die Mucke hier ist so geil. Oh, Autosave. Das war ein Autosave, Leute. Nicht erschrecken, es ist einfach so. Das Spiel speichert automatisch ab zwischendurch. So. Dann. Wir könnten jetzt schießen. Ah, da. Macht es kaputt. Sehr schön. Okay. Alles klar. Da werden wir schon angegriffen. Oh Mann. Das ist natürlich... Jäger, komm. Kommt mal hier hin, Jäger. Komm. Auf den Jäger. Los, auf den Britenjäger hier. Oh, bam. Ich hab meine aufgerüstet. Sehr schön. Lass die Bismarck in Ruhe. Boah, die hat 10.000 Punkte. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Wow, der hat Flachs. Jede Menge Flachs hier. Okay. Zerstören Sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Okay. Die U-Boote hier. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo die Konvois gerade herkommen. Das ist das Blöde, ne? So. Aber wartet mal. Ich glaube, wir müssen so machen. Genau. So, der ballert da schön weiter drauf da. Sehr gut. Die Jäger. Die kommen bitte hier unten raus. Was ist das denn? Hey, 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 hey. Habe ich nicht einen Bürger noch frei? Doch, ich kann einen bauen. Wartet mal. Da mache ich mal einen Bürger, weil ich muss dieses Schiff hier unbedingt heilen. Um Himmels Willen. Wow. Der hat ganz schön viele, ey. So, mach das kaputt da, los. Mach das Ding gar kaputt. Und Bams. Sehr gut. Und das hier. Sehr schön. Oh, 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 oh. Oh Gott, um Gottes Willen, bitte nicht die Bismarck kaputt machen. Oh, Alter. Haut ihr ab. So. Boah, ey. Alter Schwede. Das ist schon ordentlich, ja. Gut, wir brauchen hier einen Dock ganz dringend. Ist das ein Dock? Ja, das ist ein Dock. Heilen, bitte. Ganz dringend. So, weil dann können wir nämlich hier einfach die Wege blockieren, ne? Aber wir haben hier wieder Punkte, die wir hier verteilen können. Das ist sau gut eigentlich. Kostensenkung. Fregattenkreuzer, U-Boote. Reichweite. Das Reichweite ist voll gut. So. Haben wir jetzt ordentliche U-Boote hier. So. Alles klar. Müssen wir hier sonst noch irgendwas bauen? Diesen Leuchtturm könnten wir bauen, ne? Dann wird das Wasser erleuchtet. So, ich muss ja... Wir müssen ja eigentlich nur gucken, wo hier die Spawnpunkte sind, ne? Bei den Gegnern. Weil wenn wir die abschneiden, dann haben wir es eigentlich auch schon. Wartet mal, was ist denn hier oben? Da sind ja drei U-Boote, ne? Ein Konvoi hat England erreicht. Ja, das ist kacke, dass die Konvois England erreichen. Wartet mal. Ich glaube, ich werde diesen Leuchtturm hier bauen. Diesen Leuchtturm, den kann ich ja... Ach, wartet mal. Ich muss das irgendwo hinstellen, wo auch... Wo Flachs sind. Mach mal lieber hier die Flachs zuerst, oder? Keine Ahnung, danach dann die Flachs. Genau, alles klar. Die Bismarck muss sich unbedingt weiter heilen. Das war ja krass. Haha, dankeschön. Ihr macht einen guten Job da. Muss ich ja mal ganz ehrlich mal so sagen. So. Und, Okay.
das ist natürlich kacke jetzt gerade, ne? Das ist kacke jetzt gerade. Da muss ich tatsächlich die Bismarck da runterziehen. So. Boah, hier geht's direkt ab. So, Bismarck. Oh nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Boah. Oh Gott, reicht das? Reicht das? Nein! Mein grandioses Kriegsschiff verloren. Es ruht auf ewig in seinem nassen Grab. Scheiße. Ich hab den Bismarck verloren. Oh Gott, wie schlecht. Wie schlecht. Ja, toll. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn der hier angeschissen kommt? Das war so jetzt nicht geplant. Echt nicht. Ach, da müssen wir es halt mit den U-Booten richten. Dieser Penner-Brite, ey. Ich fass das nicht. Was ist denn jetzt hier, sag mal? Ey, Kollege. Das geht ja mal gar nicht. Unglaublich, echt. Ja, wisst ihr was? Ihr helft mal bitte hier. Damit das Ding mal fertig wird. Mann. So. Ja, da habe ich leider die Bismarck schon wieder verloren. Sollte eigentlich nicht so passieren, ne? Eigentlich nicht, nein. ist schon etwas peinlich gerade. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ich hätte lieben gern... So. Sehr schön. Also hier stehen richtig die U-Boote. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, hier unten kommen die Konvois immer her. Okay. Dann bleibt ihr mal bitte hier unten stehen. Dann brauche ich ja gleich noch Einheiten für... Naja, für den Angriff eigentlich, ne? Der kann auf dich schießen, okay. So, schieß da drauf da, Mann. Oh, der macht euch doch platt. Ach, du Penner. Ja gut, aber das passt. Sehr gut, britische Konvois. Alles klar. Sehr gut. Wir brauchen tatsächlich auch Angriffsschiffe. So. Wasser wird erleuchtet. Wir werden angegriffen. Ja. Okay. Konvoi. Okay. Sehr gut. Ja, Wasser wird erleuchtet. Toll. das bringt jetzt auch nicht so viel irgendwie. Wir werden angegriffen. So. Werden wir wieder angegriffen? Was machst du da? So, die waren ja alle bei dem... So, was haben wir hier? Gebäude zeigen. Ja, das machen wir auch mal. Und ja. Dann haben wir da noch einen. Warum haben wir hier einen? Ach so, ja klar. Die Karte zieht sich ganz schön weit nach hier hinten irgendwie, ne? Die Karte zieht sich irgendwie... Ahahaha, genau, da kommen die Konvois her. So, die drehen schön ab. Sehr nice. Was heißt, hier oben habe ich das blockiert? Oh. Oh, 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 da, 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 da. Wir werden angegriffen. Genau, und, weg, kaputt machen. Sehr gut. Dann ziehen die sich nämlich zurück. Haha, seht ihr das? So, zieht euch zurück. Los. Das heißt, hier unten ist was weg. Hier oben ist abgeblockt. So, dann können wir ja eigentlich Schlachtschiffe bauen. Ne? Transporter, Fischerboot, Kriegsschiff. Ja. Aber das kostet halt 2 Bevölkerung, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken, Freunde. Müssen wir gucken. Ja, wobei so viele beim Holz braucht. Wartet mal. So viele beim Gold brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Bevölkert das mal.
verdammt. Dann bevölkert mal das hier. Steine brauche ich eigentlich auch nicht. Ne? Ich brauche lieber mehr Schiffe. So. Dann geht ihr bitte da rein. Ach, wunderbar. So, ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge können wir dann uns einen Angriffstrupp aufbauen quasi und ja, so viel ist es ja eigentlich nicht, ne? Wir werden angegriffen. Da ist er halt. Ach, verdammt. Hört da auf, ey. Da ziehen sie sich zurück. So. Ja, die müssten eigentlich alle mal repariert werden, aber... Ach, du Sackgesicht. Du Sackgesicht. Genau, liebe Freunde, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's lieber dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.